So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute ist der 1. April. Nein, Spaß. Heute ist der 1. April. April. Nein, heute ist wirklich der 1. April. Ach, ich habe keine Ahnung. Ihr glaubt mir doch eh nicht, oder? Denn das Tricky Pokémon Event ist gestartet. Nein, doch. Ich zeige es euch einfach, egal. Das Tricky Pokémon Event ist gestartet am 1. April seit 0 Uhr. Ich habe gestern Abend noch fix ein Video dazu rausgehauen. Und das geht auch noch bis 23:59. Das ist nämlich wirklich genau nur einen Tag lang. Den ganzen 1. April. Es klingt immer noch total dumm, ich weiß. Hier steht auch alles im Heute-Tab. Guckt euch das an. Heute Tricky Pokémon. Also, das Event ist heute. Ihr habt aber diese begrenzte Forschung. Dafür habt ihr 8 Tage Zeit. Ihr habt 8 Tage Zeit, weil ihr dann am Ende wieder einen Kryptozapdos bekommen könnt. Beziehungsweise ihr bekommt ein Super Rocket Radar. Den könnt ihr den ganzen April anwenden, um einen Zapdos zu bekommen. Und die Leute wissen nicht, ist das jetzt zusätzlich oder ist das schon die Aprilforschung? Komischerweise ging die Aprilforschung ja eigentlich den ganzen April, März, ging den ganzen März. Alles war immer den ganzen Monat. Das ist jetzt begrenzt. Man könnte also denken, es ist doch zusätzlich. Wie es jetzt im Endeffekt ist, wissen wir nicht. Wir mussten jetzt 6 Rüpel besiegen. Haben wir schon gemacht. Wir mussten 6 Krypto-Pokémon fangen. Haben wir schon gemacht. Und wir müssen noch einen Boss besiegen. Ich habe gestern Abend schon angekündigt, Sierra und Alos sind ja relativ leicht zu besiegen. Da hat eigentlich keiner großartig Probleme. Cliff ist da schon was anderes. Cliff ist eine Hausnummer. Gerade mit seinem Aerodactyl da vorne drin sagen die Leute, keine Ahnung, wie wir den bezwingen sollen. Wir gehen jetzt mal zum Cliff, zeigen euch den, mit was wir den besiegen, holen uns danach einen Giovanni, besiegen den noch, holen uns dann direkt einen Krypto-Zapdos. Krypto-Arctos haben wir letzten Monat gemacht. Und dann war es das eigentlich für heute. Dann habt ihr direkt an dem einen Tag eigentlich alles geschafft, seid mit allem fertig und könnt wieder was anderes machen. So, wir stehen jetzt hier beim Farbenbauerbrunnen und da ist auch schon ein Cliff aufgetaucht. Ich habe mir theoretisch mein Team schon vorher zusammengestellt. Wir können ihn jetzt hier mal drehen. Seht ihr, Cliff, der sieht ja auch am gefährlichsten aus. Das ist ja auch einfach eine Kante, ein ganzer Kleiderschrank. Und das ist mein Team, was ich jetzt habe. Ich habe gestern in dem Video, wo wir darüber geredet haben, gezeigt, was die Konda sein können. Überall ist Lucario am Start, meistens als erstes Pokémon, um die Schilde rauszuloggen. Hier ist es als letztes. Gleichzeitig seht ihr hier Melmetal, was als erstes gewählt wurde. Deswegen habe ich es als zweites rein, dass wenn ich in den Start gehe, direkt auf Melmetal wechsle, dass ich diese 3-Sekunden-Regel habe. Und ich habe hier noch ein Metagross drin. Alternativ stande dabei, ihr könnt C-Chrom nehmen zum Beispiel, statt dem Melmetal oder so. Jetzt hat nicht jeder ein C-Chrom, weil das ein legendäres ist. Es ist einfacher an ein Melmetal zu kommen, als an ein C-Chrom. Dann war ein Giratina drin, dieses Fliegende. Hat auch nicht jeder, deswegen habe ich auch auf Giratina im Team verzichtet und habe statt Giratina und C-Chrom eben jetzt Metagross und Melmetal rein. Wir wollen das jetzt so mal ausprobieren. Mal gucken, ob wir damit Erfolg haben. Sonst habe ich mit meinem eingeschweißten Team gekämpft. Jetzt nehmen wir einfach das, wenn das da ist. Wechseln, wie gesagt, direkt auf das Melmetal und versuchen es mit Steinhagel klein zu kriegen. Es hat ja eh 2 Schilde. Die Schilde müssen wir also erstmal rausloggen. Melmetal dürfte gut was aushalten. Seht ihr einfach fabelhaft, was eigentlich total egal ist. Wir könnten eigentlich auch gar nichts drücken. Es hätte denselben Effekt. Machen wir jetzt auch mal. Wir drücken einfach nichts. Er schildet ja eh ab. Er schildet 2-mal ab. Und nachdem er 2-mal abgeschildet hat, geht es erst um die Wurst. Das heißt, ja, wir kommen zum 3. Steinhagel und der Gegner hat noch gar nichts gemacht. Also noch kein Schild rausgelockt, noch keinen Charge-Move gemacht, nix. Hau mal einmal drauf, sehr effektiv, das sieht gut aus. Jetzt würde ich wahrscheinlich sogar versuchen, ihn runter zu farmen. Okay, war ein bisschen dumm von mir. Versucht runter zu farmen, ja, hat sehr gut funktioniert. Er ist auf jeden Fall weg, ich bin aber auch weg. Und weiter geht's mit hier, haben wir Lashoking.
sieht es jetzt schlecht aus mit Lucario. Was machen wir denn gegen Lashoking? Jetzt habe ich wieder gar keine Ahnung. Da hätte ich jetzt mein Melmetal gebraucht. Wir würden jetzt mal auf Psycho gehen. Melmetal? Eigentlich dachte ich, ich habe Melmetal noch und kann ihn jetzt einfach grillen, aber irgendwie habe ich da wieder falsch gelegen. Ihr seht auf jeden Fall, Melmetal ist eine gute Sache. Zur Not holt euch einfach dreimal Melmetal, macht das alles mit Melmetal. Melmetal ist der Boss. Jetzt haben wir hier ein Schild. Vielleicht können wir den jetzt runterfarmen. Ich weiß es nicht. Wir probieren es mal aus. Wie viel Schaden macht der denn? Gar keinen. Komm, ich nehme einfach mal Sternenhieb jetzt. Sternenhieb ist zwar nicht so effektiv, aber Sternenhieb ist schneller geladen. Das heißt, wir haben danach bestimmt immer noch einen voll. Er müsste trotzdem tot sein und wir können die Attacke mitnehmen zum letzten Pokémon. Was ist das letzte? Das letzte ist Despotar. Es ist erstmal sehr effektiv, was wir machen. Wir haben noch das Lucario übrig. Das Lucario ist auch sehr effektiv, weil es Kampf ist. Theoretisch brauchen wir das Lucario gar nicht, oder? Wir können jetzt nochmal hier die Attacke machen. Wir hätten es jetzt auch einfach. Wir hätten auch einfach weiter durchdrücken können mit den Quick Moves. Vielleicht wäre es noch umgefallen. Wenn nicht, hätten wir immer noch ein Schild übrig und wir hätten noch das Lucario. Lucario haben wir gar nicht gebraucht. Also, ihr seht, Melmetal gegen Aero-Kacksprühl auf jeden Fall beste Wahl. Wie bei Rewe. Rewe beste Wahl. Jetzt nehmen wir das mal hier, drücken das mal durch, gucken mal kurz, was es ist. Vielleicht ist ja ein Shiny dabei, glaube ich aber nicht. Da gibt es natürlich noch ein 12-Kilometer-Ei, müssen wir auch wieder sammeln. Müssen wir die Tage irgendwann wieder brüten. Zeige ich mal, es ist ein... Achso, ja, ein Aerodactyl, aber natürlich kein Shiny. Wir suchen jetzt mal Giovanni, wir lösen mal den Super Rocket Radar ein und gucken mal, ob wir uns das Krypto-Zapdos holen können. Müsste dann schon das dritte sein. So, wir sind jetzt hier am Strich angekommen. Hier ist auch Giovanni, beziehungsweise das ist die Arena, ne? Dieser komische Zippel, der da rumsteht, wo der Giovanni dran ist. Wir haben hier nämlich diese drei Spots. Das ist immer der Hotspot gewesen für den C-Day, wo sich die Leute getroffen haben und wo die dann von da aus immer gestartet sind in den C-Day. Das ist einmal hier die Bibliothek, ne? Stadtmuseum meine ich. Das ist einmal nochmal, das ist hier einmal das Stadtmuseum. Das ist hier einmal die Wetterstation am Markt. Die sehen wir hier gleich vor uns. Und zwar hier Wetterstation am Markt. Und wir sehen Giovanni, das Denkmal am Museum. Wir stellen euch jetzt mal hier hinten auf den Kasten. Carsten immer am Start, sehr schön. Der Carsten hilft nämlich immer. Und dann wollen wir mal Giovanni besiegen. Mal gucken, was der so für Pokémon hat. So, so müsste das passen, oder? Was ist denn logisch? Als erstes hat er immer Snobillikat. Also normal, sprich, wir nehmen Kampf. Meistens hat er irgendein Boden-Pokémon drin als zweites, nehmen wir Wasser. Und wenn er jetzt einen Vogel hat, als drittes mit Zapdos, selbst wenn noch Arktos drin wäre, nehme ich meistens Despotar mit Katapult Steinkante. Wir gehen also mal drauf auf den Guten, ja, gehen nur auf Kämpfen und haben hier schon unser Team vorbereitet. Und damit das noch leichter ist als sonst, habe ich mir gedacht, ich packe das Lucario an zweiter Stelle. Alternativ statt Lucario spiele ich auch oft Regirock. Mit Zielschuss und Steinkante baller da immer drauf, denn das kann das Nobilikat auch runterrotzen. Ich weiß nicht, wie ich mich hier hinstellen soll. So ungefähr. Probieren wir es einfach mal so. Wir haben jetzt das Lucario drin. Wenn wir sehen, er kämpft gar nicht mit Zapdos, dann gehen wir halt wieder raus vor Schreck. Wir müssen nur schauen, dass wir am Anfang direkt jetzt auf Lucario wechseln. Wir drücken es schon mal an. Ungefähr so. Und jetzt können wir draufhauen und immer, wenn unser Steigerungshieb voll ist, machen wir einmal die Attacke. Ihr wisst, ihr müsst nicht wischen, gar nichts. Er wehrt eh zweimal ab. Ihr könnt uns also zweimal gemütlich durchgehen lassen. Dann drückt ihr weiter. Ihr seht, er macht trotzdem schon gut Schaden. Gleich ist er weg. Vielleicht schaffen wir das zweite Mal aber den Steigerungshieb, sodass wir, wenn das nächste Mal voll ist, wir den auch effektiv einsetzen können oder wir halt auch aus Fähre nehmen, irgendwas. Dürfte auch jetzt gleich schon tot sein. Ihr seht, Lucario ist einfach der Boss. Jetzt müsste ein Boden-Pokémon kommen. Und es kommt Kangama. Wir können ja mal Aurasphäre kurz ausprobieren auf Kangama.
jetzt wo wir zweimal den Angriff gestärkt haben und Aurasphäre einsetzen, vielleicht zerfetzt das ganze Kangaba. Ist sehr effektiv, passt. Und wir haben übrig Zapdos. Wow! Okay, da werden wir nicht mehr zur Aurasphäre kommen. Wir werden gleich also auf das Despotar wechseln. Despotar, wo ist es? Hier oben. Gehen wir einmal auf das Despotar. Müssen halt schauen, der greift jetzt mit Katapult an, das ist wichtig. Und dass der eine Steinkanne drauf macht, beziehungsweise wenn wir schilden würden, könnten wir normal mit dem Quick Move auch das Ganze schon beenden. Steinkanne also draufgezimmert, dann ist der Vogel am Boden. Ich habe schon ein Kryptozapdos, ich habe ein zweites Kryptozapdos, das wäre dann das dritte Kryptozapdos. Und ich weiß immer noch nicht, wieso sie eine befristete Forschung gemacht haben, außer wenn ihr das abgeschlossen habt, bekommt ihr die Aprilforschung, die den ganzen April als Spezialforschung da ist. Es waren immer Spezialforschungen. Ich kann es nur nochmal dazu sagen, wir haben jetzt auch 19 Bälle. Meiner Meinung nach bleibt ein Krypto-Legendäres auch im ersten Ball drin. Das heißt, wir nehmen mal eine gelbe Beere für die Bonbons, versuchen mal gemütlich, ja gut, großartig zu treffen. Für mehr hat es nicht gereicht. Ihr seht, er wackelt zweimal, ist trotzdem drin im dritten Ball, im ersten Ball. 2 von 3 Bären sind durch. Wir bewerten es mal. Wir konnten da gut auch XL-Bonbons mitnehmen. Und es ist ein 13, 6, 13 irgendwas. Kryptozapdos. Wow, das war theoretisch jetzt die ganze Zapdos und Krypto, 3 Stück nach WP sortiert, das wäre hier das Beste mit 10, 14, 12, das hat 9, 6 und 4 und das halt jetzt das. Keine Ahnung, was macht man damit? 3x Zapdos. Ihr seht 26.07.2020. 8.12.2019, das hier war halt zum Go-Fest, zum weltweiten. Das war vorher normal aus der monatlichen Forschung und das ist jetzt hier noch einmal da, 1.4. Habt ihr auch euer Zapdos heute schon abgeholt? Habt ihr die Forschung fix abgeschlossen? Ist ja nicht viel gewesen. Ihr seht, hier steht nichts mehr dabei. Hier drüben steht nichts mehr dabei. Doch, Level 50 Herausforderung, da wollte ich aber ein extra Video machen. Ansonsten, besondere wilde Event-Pokémon, Glibungel sitzen überall und überraschende Begegnungen im Go-Schnappschuss, wenn wir mal das dicke Letterking hier zum Beispiel fotografieren. Alle haben gesagt, ein neues überraschendes Pokémon im Schnappschuss. Und was ist es? Es ist ein Glibungel. Ich habe keine Ahnung warum. Was ist daran jetzt neu? Was ist daran jetzt überraschend? Was ist daran jetzt anders? Keine Ahnung. Gut, es gab ja 2 Texte. Der eine Text hat gesagt, Überraschungen bei Schnappschüssen und das andere hat gesagt, ein neues, überraschendes Pokémon bei Schnappschüssen. Und vorhin war es, glaube ich, Griffel, jetzt ist es Glibungel, also da gibt es auf jeden Fall nichts Neues. Ditto kann eine neue Tarnung haben. Ich würde mal auf Felilu tippen, dass vielleicht Felilu auch ins Ditto sein kann, da Felilu einfach überall rumsitzt. Ansonsten habt ihr halt Glibungel und ihr habt Griffel. Ich denke mal, Felilu kann jetzt auch Ditto sein. Wenn ihr einen Felilu gesehen habt, was zum Ditto wurde, schreibt es mal rein. Wir haben jetzt hier leider keins. Das war die komplette Forschung. Das war der 1. April, also okay, so viel dazu. Das war keins. Doch, das ist eins. Okay. Bewertung, vor allem mit WP10. Das war das April-Ditto zum Abschluss. Hat es mich wieder mal genatzt. Also, Felilu ist das neue Pokémon, was auch Ditto sein kann. Ob es noch mehr gibt, weiß ich nicht. Wenn ihr noch was anderes findet, schreibt es mal rein. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.